Moin und willkommen im Max Beach Shop. Betonung auf Moin oder eher guten Abend. Wir haben aktuell 3 Uhr nachts. Ich komme gerade von der Arbeit. Morgen ist ja die Trailerholaktion in Hannover. Und hier, der Buick meint das mal original, ich fange an rumzuruckeln. Ich fahre eine Geschwindigkeit und ich habe solche Zündaussetzer in Anführungsstrichen. Ja, so kann ich nicht fahren mit der Karre. Aber ich brauche die Karre morgen. Ja, was heißt das für mich? Nachtschicht. Also jetzt von hier aus, mitten am Arsch der Welt, in der Werkstatt, gucken, was mit der Möhre los ist. Und das Ding morgen einsatzbereit ist. Oder nachher einsatzbereit ist. Bis zur geplanten Abfahrtzeit sind immer noch ungefähr 4 Stunden. Wie zeichnet sich das Problem aus? Also, ich habe hier einen relativ normal laufenden Buick. Aber, jetzt Gas geben. Ja, man sieht das nicht auf dem Drehzahlmesser. Man sieht den Zündaussetzer nicht, die er hat. Dann plötzlich mal eben plupp, ist er ganz weg und dann läuft er wieder. Als würde er keinen Sprit kriegen eine Sekunde lang. Ja, was glaube ich? Entweder nach jetzt der Standzeit, die er vorher gehabt hat. Oh, Status Quo. Nach der Standzeit, die er vorher gehabt hat, wo ich den Feuchten gekauft habe. Der vorher auch ein Jahr gestanden oder sowas, hat es nach den 1500, den 1600 Kilometern, die ich gefahren bin, der Kraftstofffilter dicht gesetzt, dass er irgendwann keinen Sprit mehr nachkriegt, oder die Benzinpumpe schwächelt, das wäre nicht so geil, oder hier die TPI, das ist eine Tune Port Injection, das ist die Einspritzung von der Kiste, die hier hat einen Temperaturfühler. Und ich habe ein ähnliches Problem mit dem Camaro gehabt, dass er dann im warmen Zustand nicht richtig wollte. Und ich habe von Camaro noch einen liegen, den ich an den Camaro einbauen wollte. Aber vielleicht kann ich mit denen ja improvisieren. Ja, das sind meine 3 Anlaufpunkte. Mal schauen. Das Ding muss morgen laufen, anders geht das nicht. Ich habe keine Zeit für was anderes. Ich habe jetzt die Zeit extra eingeplant dafür, damit die Karre auch laufen. Was ich auch gerade noch als Idee gehabt habe, ist die Tankentlüftung von dem Auto. Dass der vielleicht, weil die Tankentlüftung dicht ist, einen extremeren Unterdruck im Tank aufbaut und die Pumpe einfach nicht mehr dagegen ankommt. Da dieses Phänomen öfters hat, weil der Tank halb voll ist. Jetzt gerade ist er ganz voll für morgen. Ne? Das kann auch sein. Ich habe jetzt mal den Tankdeckel noch halb drauf gedreht, dass da ein bisschen Luft vorbeizischen kann. Mal gucken, wie das passiert. Muss ich jetzt wieder akklimatisieren. Weil aktuell, oder? Läuft da absolut sauber, der Kollege. Aber müssen wir hier andere Fehlerquellen ausschließen, auch wenn es meistens immer Kleinigkeiten sind, weil das kann man morgen nicht gebrauchen, wenn wir auf dem Weg nach Hannover an der Autobahn mit einem Autoanhänger hinten dran liegen bleiben. Das funktioniert nicht, das ist scheiße. So, in der Werkstatt angekommen. Wir haben es gerade richtig mit Platz hier. Guck mal, Pinky ist ja noch hier und der Buick, warum läuft er noch? Ganz einfach. Also erstmal, Motor läuft jetzt sehr sauber, fragt mich nicht warum. Kann wirklich im Unterdruck im Tank gelegen haben. Also ich werde jetzt doch nicht alles verlegen. Ich werde gleich mal ein bisschen Öl wegmachen noch, falls da irgendwo vielleicht was auf der Kerze noch aufgerotzt ist oder was. Und hier jetzt mal eben Getriebeöl gucken. Deswegen läuft der übrigens auch noch. Weil bei amerikanischen, ja gar nicht mal weit, bei Automatikautos, bei einer Wandlerautomatik. Also ich rede jetzt von einer ganz normalen Drehmomentwandlerautomatik und ich rede nicht von hier jetzt irgendwie ein DSG-Getriebe oder sowas. Da ist Öl drin. Für den Wandler. Du musst dir vorstellen, so eine Automatik von so eine normale Automatik funktioniert folgendermaßen. Ihr habt einmal einer als Flügelrad, das dreht sich. Das pumpt dann Öl zu einem anderen Flügelrad. Das ist dann hier. Und dieses Öl, das von einem weggedrückt wird, treibt das andere an. Und das ist sozusagen dieser Schlupf, der dazwischen ist. So funktioniert eine ganz normale Automatik. Und da ist halt Öl drin. Und das Öl wird mit der Zeit halt ein bisschen schlechter, ein bisschen dünner und was weiß ich was. Das gucken wir mal eben, ob wir auch genug davon drauf haben. Das kann nämlich sein, wenn wir zu wenig Öl drauf haben, dass wir Probleme mit dem Getriebe kriegen und uns dann der Wandler flöten geht und dann haben wir einen Getriebeschaden. Und das ist nämlich eine Kackidee. Wollen wir nicht haben. Deswegen gucken wir da erstmal nach. Ja, eben aber durchchecken, das Scheißding. Öl habe ich gerade eben in der Firma schon nachgekippt. So, hier haben wir ihn. Schön, ne? Amerikaner denken ja nach bei sowas. So, das hier ist Motoröl, Engine Oil.
Und da hinten ist das Transfluid, das ist Getriebeflüssigkeit. Und da gucken wir mal, was Phase ist. Was sehe ich hier? Ich sehe nichts. Was sehen wir denn mal? Immer gucken bei laufendem Motor. Besten bei warmem Getriebe. Was haben wir hier? Wir haben Schaum. Wenn wir Schaumbildung haben, ist das ein Zeichen dafür, dass so wenig drauf ist. Da ist so wenig drauf. Seht ihr mal. Also, Fehler Nummer 1 haben wir gefunden. Zu wenig Getriebeöl. So, jetzt hier die Pinky-Ablage mal im Nutzen. Was macht man dagegen? Genau, man kippt Öl drauf. Was für ein Öl zeige ich euch jetzt? Jetzt bin ich am Ölregal angelangt. Er läuft da hinten noch so vor sich hin. Was haben wir hier? Öl. Ist schon klar, ne? Wir brauchen ATF-Öl. ATF-Öl ist Automatic Transmission Fluid. Das hier. ATF. Automatic, ihr seht ihr? Automatic Getriebeöl. Das muss da jetzt drauf. Und wenn wir das drauf geköpft haben, ist er wieder voll. Wie verliert er das Öl? Verbraucht er das? Nee. Ich gehe mal davon aus, dass es über die Jahre mal rausgeleckt. Aber ist schon interessant, weil ich manchmal auch, wenn ich jetzt hier längere Strecken fahre, das Öl richtig heiß ist bei dem Auto. Schalte man für den vierten Gang nicht mehr, dann fährt nur im dritten Gang. Ich weiß nicht auch, warum das so ist, weil zu wenig Öl drauf war. Ja, so ist das Leben. Kevin, musst du mal dein Öl kontrollieren. Lass Bescheid, Kollege. Nee. Ich guck mal eben nach. Aber das kann ich, das könnt ihr ja. Ne? Ihr wisst ja, wie das geht. Aber das muss ich immer alleine machen. Punktlandung. Also voller darf das Öl nicht mehr werden. Das ist fast schon zu voll. Und nur fast. So, der kann wieder rein. Jetzt kommen wir mal eben. Ob er irgendwelche Undichtigkeiten hat. Wenn er jetzt irgendwo Nebenluft zieht, müssen wir eben schauen. Dafür nehmen wir uns jetzt Bremsenreiniger und sprühen den Block mal eben ab. Weil da wissen wir ja, kein Druck kann auch daher kommen. Wenn er halt nochmal ruckelt, aber wir gucken auf jeden Fall, dass wir es verhindern. Das hier ist Bremsenreiniger. Das nehmen wir jetzt mal, um zu testen, was Phase ist bei den Kollegen. So. Dann nehmt ihr das Zeug. Ja, manche machen das nicht, weil die Angst haben. Kann ja ein Funke überspringen, explodiert. Ja, nee. So schnell geht das. So einfach geht das nicht. Wenn ihr jetzt eine Veränderung hört, vom Motorlauf her, dann zieht er da nämlich Nebenluft. Nee, alles super. Der ist ordentlich dicht. Der Motor ist wirklich gut von der Kiste. Kannst haben, was du willst. Ich mache jetzt mal eben die Zündkerze ein bisschen sauber. Also die ganzen, wie soll ich sagen, hier Ventildeckeldichtungen und sowas. Und dann geht das weiter. So, was habe ich jetzt gescheckt von meiner großen Reise? Also ich habe Motoröl gescheckt, wo der Motor kalt war. Bei meiner Firma noch. Ich habe Getriebeöl gewechselt, nachgefüllt. Ich habe hier Scheibenwasser gescheckt. Ich habe Kühlwasser gescheckt. Übrigens ist hier ein normaler Kühler. Alles im grünen Bereich. Und ich habe hier Lenkungsöl nachgekürt ein bisschen. War ein bisschen wenig drauf. Also öltechnisch kann nichts mehr schief gehen. Wassertechnisch auch nichts. Das schon wieder im grünen Bereich. Dann kann der Haube wieder zu. Da muss noch ein bisschen Material eingeladen werden für unsere... Ein bisschen leiser hier. Für unsere Tour. Weil ich will auf jeden Fall Spanngurte mitnehmen, weil ich eventuell nochmal, ich habe so einen Trabi gesehen, bei Uwe Gönne, vielleicht kommen wir um mal eben dahin zum Gucken oder was. Deswegen nehmen wir nochmal einen Satz Spanngurte mit, zwei Stück. Den und, ach, ich habe keine andere Ratsche mehr hier oder was? Scheiße, ich habe nur immer zwei Ratschen hier liegen. Aber meist habe ich einen Brennewagen liegen, weil ich da halt den Pickup stehen habe von meinem Vater wegen der Zugmaschine. Naja, die beiden nehmen wir schon mal mit. Ach, wenn nicht, müssen wir das einfallen lassen. Ich habe meine zweite Ratsche gefunden. Wo war die wohl? So, jetzt kriegt die Gurke wieder ihren Spanngurt ab. Weil ab morgen hat sie ja wieder Haubenhalter. Ach ja, so.
kann der nämlich wieder schön ab und dann kann der nämlich mit der ganzen Mist. Aber ich nehme einen Gurt mit, weil der ist ein bisschen ablegerreif. Und so guckt, der ist schon ziemlich schrottig. Der ist bei der BAG-Kontrolle nicht so beliebt. Oh Mann, ich finde meinen scheiß Wässerkasten nicht wieder. Aber gemobst haben die mir den nicht. Die habe ich letztens noch gesehen hier in der Halle. Ach Mann, ey. Ja gut, ich guck mal, fliege ich ja noch einen Pontiac und der steht zu Hause. Ja. Egal, auf jeden Fall gut. Der Buick ist jetzt grob durchgecheckt. Ich gehe mal davon aus, der wird mich irgendwo da hinten hinbringen. Und wahrscheinlich auch wieder zurück. Gut. Ja, das nur für euch eben so als Statement. Kurz bevor die ganze Scheiße losgeht. Ich versuche noch eben nachts hochzuladen, dass ihr Bescheid wisst. Gut, halt die Ohren steif. Wünscht mir morgen oder wünscht mir heute Glück. Ich probiere mein Bestes. Wenn ich Langeweile habe und nicht gerade am Schlafen bin, wenn der Fahrt oder so, mache ich noch einen Livestream. Gut, wir sehen uns morgen. Bis dann, habt euch lieb. Tschüss, tschüss. Und legt euch hin. Also wenn ihr euch noch nicht hingelegt habt, jetzt gerade, legt euch jetzt hin. Genau, jetzt. Gut, bis dann. Ciao. Viel besser. Getriebeschalter viel sauberer jetzt. Und Lenkung ist auch viel sauberer jetzt. Also ist nicht mehr so komisch am Wummern oder irgendwas. Ich dachte mal, die Lenkung hat so ein bisschen einen weg, aber hat die gar nicht. Muss nur mal irgendwo ein Lenkrad mal gerade stellen, da findet man nicht schlecht. Naja, gut. Also Buick müsste eigentlich... Ui, hat der einen Anzug. Buick müsste eigentlich wieder ordentlich dabei sein jetzt. Also werden wir morgen schon irgendwie in den Hofer uns anquälen, ne? Müsst ihr bedenken, wir haben morgen einen Anhänger dran. Auf dem Rückweg, das ist ja auch alles extra Belastung fürs Getriebe, ne? Wisst ihr Bescheid? Gut, jetzt legt euch hin. Bis dann. Munter. Tschüss.